So, gehen wir mal in die Produktion. Da habe ich gehört, es gibt was ganz Neues, ganz Besonderes. Und zwar sind endlich unsere Korken angekommen für den Aldebaran Whisky, den wir jetzt releasen werden. Schauen wir mal kurz rein, wie das denn so aussieht. Nee, nee. So, da sind sie auch schon gekommen. Das sind zuerst nur 1000 Stück gewesen. Und ich muss sagen, sie sehen richtig geil aus. Richtig cool aus. Und für uns ist was ganz Besonderes, weil das sind unsere ersten Korken, die wir hier tatsächlich belasert haben. Ja. Das heißt hier, das ist gelasert. Und das sind dann quasi die allerersten Korken, die wir so belasert haben. Ja, ich werde es nachher mal probieren auf unserer Flasche, wie das tatsächlich aussehen wird. Und ansonsten bei den anderen, der Aldebaran, der wird demnächst veröffentlicht. Und dann könnt ihr auf der Website auch schauen, wie es aussehen wird. Aber ich finde schon, es ist richtig, richtig gut geworden. Dafür, dass es so fein ist, mega klasse. Also, wir sind echt sehr zufrieden. Hat sehr, sehr lange gedauert, doch viel länger als wir gedacht haben. Geplant waren so 5 bis 6 Wochen. Tatsächlich sind es aber 7 bis 8 Wochen gewesen. Also, leider ein bisschen länger als geplant. So, hier ist es ziemlich laut. Ich bin noch in der Produktion, wie man sieht. Wir füllen die gerade direkt wieder ab. Und zwar ist es schon die dritte oder vierte Charge, so nennt man es. Die dritte oder vierte Charge, wo wir machen für die Zitronette, die wir released haben, ist sehr gut angekommen. Wir sind sehr froh, dass auch so viele Bestellungen eingetroffen sind. Jetzt sind wir mittendrin wieder am Produzieren. Schauen wir mal hier kurz rein, wie es aussieht. So, die Flaschen, die werden hier alle erstmal gestapelt. So, zuvor werden sie hier von Mario abgefüllt. Genau, über den Abfüller, den Faltdruckabfüller, der arbeitet quasi mit der Schwerkraft und dann fließt einfach der Gin rein. Und dann stapeln wir das erstmal hier. Oder wenn wir alles abgefüllt haben, besser gesagt, dann kommt es dann hier auf diese Etikettiermaschine, wird von zwei Seiten etikettiert und eben dann noch mit einer Lotnummer versehen und dann quasi auf diesen Etala gebracht und dann eben auf Palette gestapelt, so wie man es halt hier zum Beispiel sieht. Genau. Ja, hier sind die ganzen anderen Dokumente zu sehen gewesen. Genau. Ja, und es gibt nochmal richtig gute Nachrichten, und zwar geht der Aufzug wieder. Und deswegen können wir auch wieder produzieren. Und das war's. Ein Update aus der Brennerei.